can remember days, things weren't always this way. I used to make you smile, if only for a while, but now you can't get through. Hat uns irgendjemand bemerkt? Also das steht ja eigentlich nur da, wurde nicht erkannt. Pass doch auf, Mann! Es hat mir gerade auch keine roten Punkte auf der Karte angezeigt. Weil wirklich, da stirbt einer und schon sind alle anderen eliminiert und ich sehe da schon den anderen. Ich würde sagen, bevor die SWAT kommt, erledigen wir den Typen. Ach, hier ist ein. Das finde ich cool gemacht. Geht aufs Spesenkonto, hm? Ganz genau. Ich lasse das Zeug später abholen, okay? War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Beide auf dem Weg nach draußen. Ach, scheiß doch drauf. Was ist denn jetzt los? Hier, komm hier, hilf hier. Verpflicht er. Ja, fand ich die edlere Waffe. Wenn man das so sagt. So, die Schrotz hat was gemacht. Nee, aber das nenne ich jetzt nicht ein leisen Killer oder wie man das auch gerade nennt in Hitman Absolution. Lautloser Killer, ja, lautloser Killer, glaube ich, war es. Also ist eine Art. Wir töten jetzt mal beide. Obwohl, nein, die sind jetzt gar nicht mehr hier, verdammt. Das lohnt sich jetzt aber gar nicht. Außer wenn man sich da versteckt. Ist sonst denn noch einer in der Nähe? Nein, nur der. Wir könnten jetzt den Polizisten erledigen, aber probieren wir es mal einfach aus. Hallo? Ja! Nein! Nein! Soll ich schon sein? Ich bin. Ja. Da kommt natürlich diese Reaktion, obwohl ich den nur ruhig stellen wollte, aber. Ja klar, Kopf gleich gegen das Knie schleudern. Das nennt man ruhig stellen. So machen es auch immer die Ärzte mit der Narkose. Knie in die Fresse und fertig. Ich folge jetzt meinem anderen. Hallo? Ach, hey, hey! Ja! Hey. Nein, ich bin bei der Party. Ist echt super. Ja. Okay. Abgefahrenes CIA-Outfit! Ach echt, erstmal Rattengift holen. Ich weiß noch, wo es liegt. Zum Glück. Ja. Dann folgen wir dem Typen nach. Hallo? Ja, Schatz? Hey. Ja, nein, ich bin sehen Sie, ich gebe Ihnen zwei für 20 Dollar. Ja, sehen Sie! Das ist aber eher so angehört, als hätten wir es gegessen. Das ist irgendwie lustig. Das solltest du sehen. Auf, Mann! Überall dieser Penner, Steve! Penner Steve hat sie gerade gesagt. Ja, das hört sich lustig an. Auf jeden Fall. Okay, langsam. Hinten anstellen. Hier ist Ihr Wechselgeld. Bester Preis der Stadt.
ist echt unheimlich. Ist das nicht aber... Sag mir jetzt nicht, dass... Bitte lass die... Lass nicht nur wegen dem Kontrollpunkt das so sehen. Oh. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt, dass ich durchgerannt bin. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis der Typ endlich mal kommt. Na mal. Kann der töten. Ja, in die Menge rein. Nein, es ist leider keine Mordwaffe. Nein, aber Flasche tut es auch nicht. Eine Zapfsäule sabotieren, was passiert denn da? Oh lol. Sagt mir jetzt bitte, dass ich das anzünden kann. Oder fällt er dadurch hin? Wenn jetzt eine Explosion kommt, dann bin ich ziemlich am Arsch. Das ist jetzt eben die Frage, wenn ich drauf schieße, explodiert dann alles? Oder macht er das irgendwie von selber? Ach, er raucht, okay, ja, das tut's schon von alleine. Das nicht mal gut geschafft. Wollen wir uns das noch anschauen? Auf jeden Fall. Hat er jetzt seine Kippe nicht fallen lassen? Hätte ich der doch nachhelfen müssen. Außerdem, wenn sie. Ich hoffe mal nicht. Hallo? Es ist wieder mal die Frage, was kann ich mit dem Ratten machen? Ja, noch keine Spur von Problemen. Was? Hey, oh mein Gott. Das nenne ich mal gut geklappt. Das nenne ich wirklich gut geklappt. Komm einfach her. Ja, ja, ich bin mit Mike hier. Ja, es tut mir jetzt leid, dass ihr das nicht sehen konntet, aber... Ja, alleine, dass man weiß, dass sowas Geiles gerade passiert ist, macht mich gerade glücklich. Hey, ihr Kollege, ist der hier irgendwo? Ja, drüben beim Tanzstudio. Die Treppe runter. Ah, okay, jetzt kommt das, wie wir runtergehen können und... ja, wie war's nochmal? Ja, er redet natürlich auch mit dem anderen. Ach, komm schon! Na, dann nimm dieses sprudelnde Zeug oder trink was! Du weißt, dein Bodyguard-Style gefällt mir! Echt lässig! Nicht schmutzig! Kommen Sie zu mir! Mein Laden sauber! Mein Laden sauber, auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade wieder mal das Rattenlicht eingesammelt. Ich glaube, davor hat es nicht dabei, da ich einmal ausgemacht habe. Ich meine, da ich einmal neu geschaltet habe. Vom Kontrollpunkt. Jetzt muss ich da runter. Hallo? Nein, nein, ich hab die Kamera verloren. Was haben wir hier? Ich hab sie angerufen. Haben Sie die Birdie-Akte? Wenn du es so nennen willst, der Kerl ist ein Geist. Keine Vergangenheit, nichts. Wenn du mich fragst, ist er ein Ex-Agent. So oder so. Das wird nicht billig, verstehst du? Meinem Boss ist das egal. Hey, was sie da tun, könnte als Aggression gegen einen Gesetzeshüter gewertet werden. Der ist verkleidet. Hallo? Gefahr?
Hier wird geschossen. Ich wiederhole. Hier wird geschossen. Und schnell rein. Und so wurden wir auch nicht entdeckt. Das war auch mal eine gute Aktion. Okay, allein, dass die nur eine Leiche gefunden haben, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und ich habe gerade bemerkt, dass ich noch die Pistole in der Hand hatte und habe sie noch etwa eine Sekunde davor, bevor das jetzt ganz ausgelaufen ist, habe ich sie noch weggepackt. Hey, haben Sie Arthritis? Ich habe einen Tee dafür. Jetzt kann ich eigentlich auch den letzten erledigen. Komm schon, ich hab den besten Schiff in Chinatown. Hier, schau her. Das wäre auch nicht laut, wenn ich das benutzen würde. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Wirklich keine Ahnung. Sie wollen Peking Ente? Falsche Antwort. Okay, Arschloch, pass auf. Nochmal für die Schwerhörigen. Wo ist der Kerl? Wer ist da? Ja, schnell zum Ausgang. Solange das Zeug halt. Brauch Unterstützung. Ich lieb. Okay, es scheint so, dass. Sache nach und melde mich wieder. Hey Mann! Es scheint eigentlich alles gut geklappt zu haben. Seien Sie nicht dumm! Ja, wirklich, es hat alles geklappt. Wovor läuft der denn? Was war jetzt am Ende, hat uns einer bemerkt. Da sind wir wohl zu spät gekommen. Birdie, wo ist er? Du schuldest mir einen Kaffee, Arschloch! Er ist mit diesem Cowboy weg. Ganz übler Zeitgenosse. Wollten in die Innenstadt, glaube ich. Spät 47. Ich muss tun, was zu tun ist. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft. Was sollte das denn jetzt sein? Wir haben Waffenhandling 2 freigeschaltet. Verkürzt die Nachladezeit aller Waffen. Nächste Stufe verbessert das Waffenhandling von 47 weiter. Okay, das ist cool. Verringert den Instinktverbrauch von Verschmelzen. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber wir haben jetzt mal schön viele Punkte eingeheimt. Ja. Sonst fertig. Wir haben keinen. Ach, das ist der Hof. Okay, da haben wir nichts mit Minus bekommen. Der Wichsenklapp. Da haben wir schon ziemlich viel abgezogen bekommen. Ja. Aber 3 Einsatzziele verändert sie, was uns auch auf die schöne Gesamtpunktzahl hier bringt. Die Garderobe, das war ein einzelnes Level. Hätte ich jetzt nicht gedacht, obwohl. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran, das war erst gestern. Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Wo wurden wir denn hier entdeckt? Hier. Minus 1300 Punkte. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Gemischt waren dann Laden. Das war... Ja, das war heute. So, Einsatzziel vollendet. Da haben wir sonst nichts Besonderes gemacht. Haben die Feuerwerkskörper angezündet. Aber das bringt uns leider keine Punkte, wie es aussieht. Chinesisches Neujahr, das war das letzte Level, wo wir ganze 3 Gegner umbringen mussten. Da haben wir ziemlich viele Minuspunkte bekommen, wenn man 2800 als viel bezeichnen kann. Okay, drücken wir vorher auf Weiter. Gucken uns die ganzen Waffen an. Die hätte ich jetzt aber gerne mal bekommen.
Das finde ich schade. Strip-Club-Türsteher? Auf jeden Fall. Gibt's noch was Besonderes? Das Katana haben wir etwa eingesammelt oder reicht es, dass wir es gesehen haben? Rattengift, ja, das habe ich nicht vergessen, aber was hatten wir... Ach, ich hätte davor mal kurz die Aufgaben lesen sollen, was man so mit dem Rattengift alles anstellen könnte. Das habe ich jetzt aber ganz vergessen. Sonst geht's jetzt weiter.